In Berlin gibt es derzeit zwei spezielle Ausstellungen. Zu finden im Bereich Gleisdreieck auf dem Gelände des ehemaligen Dresdner Bahnhofs, der von 1875 bis 1882 nur 7 Jahre für den Personenverkehr genutzt wurde und danach als Berliner Postbahnhof. Der Postbahnhof wurde 1997 stillgelegt. Seit 2005 befindet sich hier unter dem Namen Station Berlin oder Station Berlin ein Veranstaltungsort für Messen, Tagungen und Events. Dieses Video vermittelt einen Eindruck der Ausstellung The Mystery of Banksy, A Genius Mind. Jeder mag für sich selber entscheiden, was ihr oder ihm gefällt und was nicht. Und ob das Ganze einen Besuch wert ist. Ich werde aus der Internetseite des Veranstalters zitieren und stelle dem einen kritischen Artikel des RBB gegenüber. Er ist weltberühmt und dennoch ein Mysterium. Banksy, der in Bristol geborene und bis heute anonyme Graffiti-Künstler und Maler, der dafür bekannt ist, die Grenzen des Kunstmarktes in Frage zu stellen und der mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore sorgt. Im März feierte The Mystery of Banksy, A Genius Mind Weltpremiere in München. Nun kommt ein eigens für Berlin geschaffenes, weiteres Setting der Ausstellung in die Bundeshauptstadt. Eine Ausstellung über den berühmtesten Street-Art-Künstler unserer Zeit auf die Beine zu stellen, ist kein leichtes Unterfangen. Dieser Herausforderung stellt sich der bekannte Passauer Musical-Produzent und Ausstellungsmacher Oliver Forster nun gemeinsam mit dem Berliner Konzertbüro Zahlmann. Wir wollen Kunst zum Erlebnis machen, für jedermann sichtbar und an einem Ort zusammengebracht. Banksy ist in erster Linie ein Straßenkünstler, der für seine Graffitis bekannt ist, die er auf der ganzen Welt verteilt hat. Daneben hat er ziemlich früh angefangen, immer wieder original signierte Kunstwerke und Drucke in limitierter Auflage zu verkaufen. Die meisten davon befinden sich in Privatbesitz und sind somit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ein Original Banksy bestaunen zu können, ist also eine absolute Seltenheit. Wir versuchen nun, mit The Mystery of Banksy, A Genius Mind, anhand originalgetreuer Reproduktionen die besten und eindrucksvollsten Motive an nur einem Ort in einer lockeren Atmosphäre, abseits des Museumsbetriebes, aber trotzdem mit hohem Qualitätsanspruch, erlebbar zu machen. So Produzent Oliver Forster. Die Ausstellung zeigt dabei eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 100 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars. Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas wurden eigens für diese Sonderschau reproduziert und zusammengetragen. Abgerundet wird das Ganze durch eine spannende Videodokumentation, die die wichtigsten Stationen einer beispiellosen Karriere beleuchtet. The Mystery of Banksy, A Genius Mind, gibt den Besuchern einem aufwendigen und einzigartigen Setting einen umfassenden Überblick und Einblick in das Gesamtwerk des Genies und Ausnahmekünstlers. Ganz nach Banksys Motto, Copyright is for losers, at Trademark, sind diese Hommage und die dort gezeigten Werke aufgrund seines anonymen Status nicht offiziell autorisiert. Thank you.
Sehr kritisch hat der RBB Kultur berichtet. Unter der Überschrift »Nicht mehr als ein Aufguss aus zweiter Hand« heißt es: Er bleibt anonym und ist doch der berühmteste Streetart-Künstler der Welt, Banksy. Jetzt ist er in Berlin zu erleben, nicht an einer Straßenecke mit einem klammheimlich gesprühten Bildkommentar, sondern in der Station Berlin. Das Entree der Schau in der Station Berlin im Gleisdreieck führt in die Lobby des Walled Off Hotel, das eigentlich in Bethlehem steht. 2017 eröffnete Banksy dort dieses Hotel, das den hässlichsten Ausblick der Welt hat, direkt auf die Betonmauer zwischen Israel und dem Westjordanland. Damit es nicht dabei bleibt, hat er der Mauer einige Ausblicke aufgesprüht, die die Freiheit feiern. Einen Polizisten etwa, der einen Vorhang beiseite zieht und strahlend blauen Himmel enthüllt. Hotellobby und Mauer gehören zu einer Reihe von Kulissen, die das Publikum in eine Banksy-Erlebniswelt eintauchen lassen sollen und denen man anmerkt, dass die Veranstalter eigentlich in der Konzert- und Musicalbranche zu Hause sind. Zwar wurden auch schon etliche von Banksys typischen, mit Hilfe von Schablonen gesprühten Bildschöpfungen aus dem öffentlichen Raum entfernt und mitsamt der Wand- oder Putzfläche darunter zu horrenden Preisen versteigert. Doch führt der Künstler einen erbitterten Kampf gegen solche Formen der Vermarktung. Dass diese Ausstellung sich selbst als nicht autorisiert bezeichnet, hat einen guten Grund. Andernfalls würde es Banksy tun. Die entsprechende Liste auf seiner Website ist lang. Auch Originale sucht man hier vergebens. Alle Werke sind Reproduktionen. Mal 1:1, wie Banksys drei Belauscher mit dunklen Sonnenbrillen und Abhörequipment hinter einer echten öffentlichen Telefonzelle. Mal in Form einer Videoprojektion mit wechselnden Lichteffekten, wie im Fall von Banksys Ölgemälde, Devolved Parliament, das das britische Parlament bevölkert von offen zeigt. Bei den meisten Werken aber handelt es sich um Drucke in eher kleinem Format. Sie zeigen ikonische Motive wie die Sonic Rats, Ratten mit Kopfhörern oder sein Girl with Balloon, von dem er eine Fassung vor wenigen Jahren bei einer Auktion spektakulär geschreddert hat. Auch diese Version befindet sich als Nachschöpfung in der Ausstellung. Banksy ist populär. Der mutmaßlich aus Bristol stammende Künstler entzieht sich der Öffentlichkeit und macht darum umso neugieriger. Als Anonymus eignet er sich perfekt zur Projektionsfläche. Dazu zeugen seine Bilder von einer politischen Haltung, die nicht nur Obrigkeit und Kapitalismus kritisch aufs Korn nimmt. Selbst Punks und coole Typen zeigt er beim Schlangestehen vor einer Bude, wofür $30 T-Shirts mit der Aufschrift Destroy Capitalism, zerstört den Kapitalismus, verkauft werden. Solche Bildinhalte, aber auch die Schutzpe, mit der er sie über Nacht an öffentlichen Orten in der U-Bahn oder auf Gefängnismauern sprüht, haben ihm eine Art Robin Hood-Nimbus verschafft. Von seiner Popularität will man hier profitieren. Dem im Ausstellungstitel erwähnten Genie und Geheimnis Banksy kommt man dabei aber nicht näher. Zwar führt die Schau vor Augen, was er seit den 1990er Jahren alles gemacht hat, neben Bildern auch Plastiken oder Objekte wie einen als Disco-Kugel verzierten Polizeihelm. Aber Banksys Kunst lebt von der Eindeutigkeit ihrer Botschaften. Seine Bilder sind einfach und sollen es auch sein. Ordentlich gerahmt, im kleinen Format und Seite an Seite gehängt, wirken sie jedoch wie ein Witz in Serie. Ermüdend. Am eindrücklichsten belegt diese Ausstellung, dass Banksys ideales Habitat draußen ist. Orte, an denen man nicht mit seinen poetisch-politischen Bildkommentaren rechnet. Dort, also in der Überraschung, kann sich sein anarchischer Witz wirklich entfalten. Als Aufguss aus zweiter Hand dagegen, wie in dieser Ausstellung mit ihren bunten Wänden und harmlosen Pappkulissen, wirkt seine Kunst schal. Kuratorin der Ausstellung in Berlin, Virginia Jean, sagt über den Künstler, er spreche signifikante Wahrheiten und Probleme in unserer Welt an. Ein Banksy-Werk berühre jeden und ist an jeden gerichtet, ob derjenige will oder nicht. Daher sei es ihr wichtig, die Werke der Welt zugänglich zu machen. Direkt gegenüber findet man die zweite Erlebnisausstellung, Van Gogh, The Immersive Experience. Ebenfalls ohne Originale, aber mit mehr virtueller Technik. Wer auf den Link klickt, kann sich das Video zu dieser Ausstellung auch anschauen.